Deutscher Geleitzug vor der holländischen Küste. Jeder ist auf seinem Posten. Die Abwehr ist in jeder Sekunde feuerbereit. Von den einzelnen Schiffen sind Sperrballone hochgelassen. Sie sollen den Geleitzug gegen überraschende Tiefangriffe von Torpedofliegern sichern. Feindliche Bomber! Ja? Fliegeralarm! Sicherungskräfte und Bordflakkommandos nehmen den Kampf sofort auf. Das Britengeschwader! Unsere Flak drängt die Briten ab. Am Horizont ein Reihenwurf der Briten, weit ab von jedem Ziel. Schläge kommen näher. Vorpostenboote preschen vor. Neue Verbände greifen an. Die Briten setzten bei diesem Gefecht 60 Flugzeuge ein. 9 wurden abgeschossen. Die Bomben vom Himmel. Rennend stürzt einer der Briten ins Meer. Der Feind ist abgeschlagen. Der Geleitzug kann mit geringen Beschädigungen in seinen Bestimmungshafen einlaufen. Am Kuban-Brückenkopf. Unsere Grenadiere bauen am Ufer des Schwarzen Meeres neue Unterstände. Ein Wunschtraum unter heißer Sonne. Die Feuerstellung einer Batterie wird verstärkt. Wie kleine Burgen verteilen sich die Bunker über das Küstengebiet. An die Geschütze! Sowjetische Landungsboote in Sicht! Unsere Artillerie zersprengt den feindlichen Verband. Am Horizont. Die ersten Boote sind in Brand geschossen. Nun greifen Stuka die Landungsboote an, die sich in das Schilfdickicht der Kuban-Lagunen zurückgezogen haben. Mordwaffenfeuer! Die einzelnen Ziele sind kaum zu erkennen.
Die Schlacht zwischen Orel und Bjelgorod. Aus einem örtlichen Angriffsunternehmen deutscher Infanterie im Abschnitt von Bjelgorod entwickelte sich hier eine Materialschlacht von größtem Ausmaß. Deutsche Panzer in Bereitstellung. Seit langem sind auf Feindseite starke Panzer- und Truppenmassierungen beobachtet worden. Die deutsche Führung hat ihre Gegenmaßnahmen getroffen. Modernste und schwerste Waffen stehen zum Gegenschlag bereit. Sowjetische Schlachtflieger versuchen in den frühen Morgenstunden den Aufmarsch zu stören. Deutsche Jäger, sie stürzen sich auf den Feind und schirmen den Luftraum ab. Über uns eine wilde Kurbelei. Die Gegner haben sich ineinander verbissen. Ein Bolschewik stürzt in die Tiefe. Auf dem Gefechtsstand einer Division der Waffen-SS in vorderer Linie. Alle Vorbereitungen zum Gegenstoß sind getroffen. Die letzten Befehle werden erteilt. Die Verbände des Heeres und der Waffen-SS sind zum Stoß in die feindlichen Angriffsvorbereitungen angetreten. Mächtige Tigerpanzer rollen vor, bereit mit ihren starken Geschützen jeden Feind zu zerschlagen. Panzergrenadiere folgen dicht auf. Panzer gegen Panzer. Kampf- und Nahkampffliegergeschwader unterstützen den Angriff des Heeres. Mit Bomben und Bordwaffen brechen sie besonders zäh verteidigte Sperren auf und bringen damit unseren Grenadieren fühlbare Entlastung. Anderer Stuka-Geschwader und die Granaten unserer Artillerie zertrommeln die Auffangstellungen der Bolschewiken. Die vordersten Linien geben Leuchtzeichen. Es geht weiter. Dicht aufgeschlossen schieben sich die Panzerkeile tief in den Feind hinein.
Sowjets wissen, worauf es ankommt. Sie wehren sich mit verbissener Wut. Meter um Meter muss erkämpft werden. Ein Sowjetpanzer versucht, sich zurückzuziehen. Er ist zerschlagen. Die Sowjets schicken immer neue Massen von Panzern ins Feuer. Wo sie aber auf unsere Abwehr stoßen, ist ihr Schicksal besiegelt. So wurden in den ersten 4 Tagen des gewaltigen Ringens nicht weniger als 1227 sowjetische Panzerkampfwagen erbeutet oder vernichtet. Hier hat ein Panzervernichtungstrupp ganze Arbeit geleistet. Auch dieser ist erledigt. Die ersten Gefangenen der großen Schlacht. Diese Grabenstellungen wurden von den deutschen Panzern überrollt und dann von unseren Grenadieren im Sturm genommen. Kurze Rast nach unvorstellbar harten Kämpfen. Erste Hilfe für einen verwundeten Kameraden. Schon rückt die Spitze wieder vorwärts. Bereits in den ersten Tagen der Schlacht sind die deutschen Truppen tief in die feindlichen Stellungen eingebrochen.